Wenn es für Schauspielerinnen zu gefährlich wird, ist sie zur Stelle. Denise Treffler ist Stuntfrau. Also es ist viel mehr Arbeit notwendig, als man dann eigentlich sieht. Also das, was man sieht in der Szene, das ist vielleicht eine Sekunde oder wenn es mal mehr Sekunden sind, dann ist schon viel. Und das Ganze bis hin dann zu der fertigen Szene ist sehr viel Arbeit. Es ist Training, es ist Vorbereitung, es ist Planung, es ist Koordination. Dass Denise Treffler heute diesen Beruf ausübt, ist ungewöhnlich. Denn sie war bereits 34 Jahre alt, als sie Stuntfrau wurde. Ich hätte mir nie einen Traum einfallen lassen, dass das mal für mich irgendwie eine Option sein könnte, beruflich. Mein Herzblut mittlerweile steckt da drin und ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Kaum zu glauben, aber ihr Berufsleben startete Denise Treffler als Steuerfachangestellte. Da sie sich mit Computern auskannte, wurde sie bald Systemadministratorin. Es folgte ein Informatikstudium und anschließend arbeitete Denise 9 Jahre als Programmiererin. Ich habe nur gearbeitet. Ich habe von morgens bis abends bin ich in Meetings gesessen, habe mit Teams zusammengearbeitet, habe Aufträge abgearbeitet und das war es eigentlich. Nachts habe ich von der Arbeit geträumt, sind irgendwelche Tasks durchgegangen, irgendwelche Probleme. Dann habe ich nachts das weiter dran gearbeitet, unterbewusst. Manchmal kam ich dann tatsächlich auf Lösungen dadurch. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Aber mein Leben bestand daraus eigentlich. Erfolg und Geld hatte Denise, aber sie kam nicht zur Ruhe. Beim Sport suchte sie den Ausgleich. Naja, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, man kann das nicht immer so weitermachen. Irgendwann merkt man, wie der Körper drunter leidet, wie der Kopf drunter leidet. Wenn man immer nur bei der Arbeit ist mit dem Kopf. Man hat kein richtiges Privatleben mehr, man arbeitet nur noch. Und man kommt dann an den Punkt, wo man irgendwann ausgelaugt ist. Dann hilft auch Sport nicht mehr. Beim beruflichen Neustart half ihr der Sport dann aber doch. Neben dem Kickboxen trainierte Denise an den Wochenenden in einem Schwertkampfverein. Bei einem großen Mittelalterfest wurde sie als Komparsin engagiert und lernte professionelle Stuntleute kennen. Und einer hat mich drin darauf angesprochen und hat gemeint, hey, man sieht, du hast da Spaß dran, hast Talent, ob ich mir vorstellen könnte, das auch beruflich zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ne, aber wie soll das gehen? Ich habe keine Kontakte, ich kenne niemanden. Und er hat mir dann 2 Kontakte aus Deutschland vermittelt und daraus hat sich dann was entwickelt. Freunde, Familie, Kollegen aus der IT- und Stuntbranche rieten ihr von dem Vorhaben ab. Sie sei zu alt, der Job zu unsicher und finanziell nicht lohnend. Und dann habe ich natürlich erstmal Urlaub genommen, weil ich hatte noch meinen IT-Vertrag. Und ich habe es dann am Anfang mit Urlaubstagen abgedeckt. Also wenn ich Urlaub genommen habe bei dem einen Job, dann habe ich gedreht. Und das ging eine Zeit lang ganz gut und irgendwann wurde es halt schwierig. Und irgendwann kam dann auch so der Punkt, wo ich mich dann letzten Endes dann entscheiden musste. Entweder das eine oder das andere, beides ging dann nicht mehr. Pro Drehtag bekommt Denise zwischen 700 bis 1000 Euro. Ein geregeltes Einkommen hat sie jedoch nicht. Denn manchmal hat sie 3 Drehtage die Woche, manchmal nur einen im Monat. Jetzt ist jeder Tag unterschiedlich. Jeder Tag ist anders. Manche Tage trainiere ich nur, dann habe ich einen Drehtag, da fahre ich nach Berlin, drehe in Berlin, fahre am nächsten Tag wieder zurück, am nächsten Tag in Dreh in München und dann weiter nach Köln. Also jetzt ist jeder Tag unterschiedlich. Und das ist aber das, was den Reiz ausmacht. In ihrem Traumberuf kann Denise ihre vielseitigen Hobbys jetzt ausleben. Und ein unspektakuläres Hobby ist hinzugekommen. Sie verarbeitet Rohleder zu Reitgamaschen, Gürtel oder Pferdezubehör. Denise Treffler, eine Powerfrau, die immer einen Plan B in der Tasche hat. Gut, ja gut. Fein. Und ab. Fein. Gut, okay.